Hallo liebe Kids, willkommen bei KVK und ich will euch heute zeigen, wie man ganz einfach einen Tesafilm drehen kann. Ja, einen Film drehen. Früher brauchte man dazu Rollen mit lichtempfindlichem Material, Filmmaterial. Das wurde in die Kamera gelegt, dann wurde das belichtet, herausgenommen, entwickelt und dann konnte man den Film vorführen. Fragt mal eure Eltern oder Großeltern, die erinnern sich ganz gut daran, bevor das im digitalen Zeitalter dann eben völlig anders realisiert wurde. Ja, was ist ein Tesafilm? Es ist ganz einfach, man braucht eine Rolle Tesafilm und man braucht Prospektmaterial, Illustriertenmaterial, alle Illustrierten. Und dann geht es darum, wie kann ich die Bilder auf den Tesafilm übertragen. Und dazu lege ich meinen Tesafilm auf Bilder, die ich übertragen will. Hier sind es zwei schöne Engel von Tizian und dann ziehe ich das Ganze ab und schon sind die beiden Engel auf meinem Tesafilm. Ich zeige es auch noch mal an diesem kleinen Porträt von der Venus, von Botticelli. Also ganz, ganz fest drücken, ja. Und je dünner das Zeitungsmaterial, umso besser. Und dann abziehen. Und ich habe hier schon den ganzen Streifen hergestellt. Und wenn der fertig ist, man kann sich ein bestimmtes Thema vornehmen, wie Gesichter, wie Blumen, wie Landschaft, wie Wolken, dann wird das Ganze, und hier seht ihr den fertigen Film, auf einen Schaschlikstab aufgedreht oder es kann auch ein kleiner Stab sein aus Holz, den ihr irgendwo findet, zum Beispiel einen Zahnstocher. Dann wird es in diesen Kasten reinmontiert. Es ist eine alte Streichholzschachtel. Ich habe einen Titel draufgeklebt und für diesen Film habe ich nur Hasen gesammelt in Illustrierten und dann meinen Hasenfilm gedreht. Und den kann ich jetzt rausziehen und so vorführen. Ja? Und ich kann es dann wieder in meine Schachtel eindrehen oder zurückdrehen. Und da habe ich einen anderen Film, der heißt Träume. Und da habe ich nur Leute abgezogen, so nenne ich das, oder übertragen Bilder von Leuten, die irgendwie verträumt gucken und habe andere Sachen dazu montiert und habe meinen Film dann Träume genannt. Also viel Spaß beim Herstellen eines Tesafilms. Es ist ganz einfach.